Als Hexenjagd bezeichnen Anhänger Netanjahus die Korruptionsanklage gegen ihn. Erbittert stehen ihm die Gegner des Premier gegenüber, nennen ihn Crime Minister. Netanjahu hatte versucht, dem ersten Prozesstag in Jerusalem fernzubleiben. Doch er musste vor Gericht erscheinen. Das Bild auf der Anklagebank vermeidet er, wartet, bis die Kameras draußen sind. Kurz zuvor stellen sich demonstrativ auch Kabinettsmitglieder hinter Netanjahu, als er zu einem Rundumschlag gegen Justiz und Medien ausholt. Teile der Polizei und Staatsanwaltschaft haben sich zusammengetan mit den linken Medien, um mir konstruierte und absurde Fälle anzuhängen, mit dem Ziel, einen starken Regierungschef der Rechten zu stürzen. Das sehen auch seine Anhänger so. Die Justizschelte sei wichtiger Teil der Strategie Netanjahus, meinen Beobachter. Es geht Netanjahu nicht nur darum, die Öffentlichkeit von seiner Unschuld zu überzeugen. Er will auch den Richtern klarmachen, falls sie ihn verurteilen, würden das die Leute da draußen nicht akzeptieren. Die Anklage wirft Netanjahu vor, teure Geschenke wie Zigarren und Champagner für politische Gefälligkeiten angenommen zu haben. Außerdem soll er sich positive Berichterstattung vom Internetportal Valor News gesichert und dem Eigentümer dafür massive geschäftliche Vorteile verschafft haben. Rechtsexperten gehen davon aus, dass es mehrere Jahre dauern dürfte, bis ein rechtskräftiges Urteil fällt. Die Fortsetzung des Prozesses wurde auf Juli verschoben.